Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Gegard Mousasi vs. Fabian Edwards bei Bellator 296 am 12. Mai 2023 ging für Mousasi nicht einmal ansatzweise so aus wie erwartet. Als Favorit für das Main Event hat Mousasi eine seiner schlechtesten Performances überhaupt abgeliefert und verlor via Unanimous Decision. Die Siegerschancen für Mousasi standen eigentlich mehr als hoch. Mousasi hätte vom Standkampf absehen und sich stattdessen auf Takedowns konzentrieren müssen. Die Vorteile hierbei lagen definitiv bei Mousasi, da Edwards keine besonders gute Takedown-Verteidigung hat. Edwards Fähigkeit, Mousasis Takedown-Versuche zu verteidigen, wären ihm spätestens ab Start der dritten Runde nicht mehr gut möglich gewesen. Dadurch hätte Mousasi ab Runde 3 die Kontrolle übernehmen und dominieren können, Edwards via Mount- und Ground-and-Pound-Schlägen und höchstwahrscheinlich durch KO-Punches gewinnen können. Mousasi selbst sagte vor dem Kampf, dass er nach einer Niederlage stärker denn je zurückkommt. Besagte Niederlage erlitt er zuvor gegen Johnny Eblen bei UFC 282 am 24. Juni 2022. Bei Bellator 296 war vom starken, aggressiven und scharfen Gegard Mousasi aber rein gar nichts zu sehen. Es stellen sich jetzt leider die typischen Fragen, die man sich bei Veteranen, Legenden wie Mousasi stellt. Ist er erledigt? Ist er am Ende seiner professionellen Mixed Martial Arts Laufbahn? Kann er mit Top-Gegnern noch mithalten? Erlebt er gerade nur eine Phase? Kann er sich nur noch mit halb so starken Gegnern messen? Sollte er es in Erwägung ziehen, sich einer anderen Gewichtsklasse zu behaupten? Hat ihn sein Alter eingeholt oder ist tatsächlich die Zeit gekommen, um die Handschuhe an den Nagel zu hängen? Mousasi befindet sich auf dem Bellator Middleweight Ranking immer noch auf Platz 3 und gehört somit zu den Top 10 der Middleweight Division. Unter ihm hat er Namen wie Anatoly Tarkov, Dalton Roster. Was seine mögliche weitere Laufbahn im Middleweight betrifft, werden seine nächsten Gegner entweder Tarkov und oder Roster sein, vorausgesetzt Mousasi sieht vom Retirement ab. Bricht er seine Präsenz im Middleweight ab und somit die Chance, sich mögliche Siege über Tarkov und Roster zu holen, im Anschluss die Option, ein zweites Mal gegen Johnny Eblen, Fabian Edwards zu kämpfen, dann besteht immer noch die Möglichkeit, ins Light Heavyweight hochzusteigen und zum Beispiel einen Kampf gegen Yoel Romero zu erhalten. Im Light Heavyweight könnte Mousasi eine gute Figur machen, weil er auch hier bereits Erfahrungen hat. Vieles hängt aber natürlich davon ab, wie die körperliche und vor allem derzeitige mentale Verfassung Mousasis ist. Zum ersten Mal in seiner Karriere hatte er 2 Kämpfe in Folge verloren und ob da noch Hunger auf mehr besteht, die Motivation vorhanden ist, ist sehr fraglich. Facts kann ich an der Stelle leider keine machen, weil für Mousasi noch keine Gespräche stattgefunden haben für seinen nächsten Gegner. Es kann noch einige Zeit dauern, bis sich Scott Coker hierzu erwähnt. Auf jeden Fall eine ungefähre Prediction kann man machen, daher sollte Gegard Mousasi sich dazu entscheiden, weiterhin im Middleweight aktiv zu sein, wird er sehr wahrscheinlich gegen Dalton Ross anfangen müssen bei einem Sieg, sich als nächstes gegen Anatoly Tarkov behaupten, ist er hier erfolgreich und pausiert zwischen den Kämpfen keine 8, 9 oder 10 Monate, kann für Mousasi der Sieg aus Johnny Eblen vs. Fabian Edwards vor der Tür warten. Gewinnt er gegen Eblen oder Edwards und macht seine Niederlagen vergessen, schließt Mousasi seinen Vertrag mit einer kurzen, aber sehenswerten Winning-Streak erfolgreich als Champion ab. Verweigert er diese Option, kann er denselben Weg immer noch im Light Heavyweight gehen und zum Beispiel gegen Yoel Romero starten, aber ob sich das sein 38-Jähriger körperlich noch antun möchte, ist meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich. Im Fall von Gegard Mousasi vs. Dalton Roster vs. Anatoly Tarkov sehe ich für Mousasi steigende Chancen, Siege sogar durch KO zu erlangen, denn beide haben eine deutlich geringere Reach als Mousasi, was Gegard auf jeden Fall in die Karten spielt, um seine Stiff Jabs mehrfach einzusetzen und Schaden anrichten zu können. Vs. Tarkov und Roster kann Gegard Mousasi Striking aufblühen und ihm die aktuell fehlenden Siege und somit die Qualifikationen für Edwards 2 oder eben Eblen 2 einbringen. Come on, Snowflake, let's go!